Okay, Berlin, mein guter Freund Flair, der zahlt manchmal im Club 6K, um am Ende der Baller zu sein, aber Festsaal Kreuzberg, macht mal Lärm, wenn ihr trotzdem Energie habt! Okay, wir haben hier ein wunderschönes Battle, für das wir keine Untertitel brauchen werden, hoffentlich. Auf der einen Seite haben wir ein Team, das so gut wie wahrscheinlich kein anderer den Geschlechtsakt mit weiblichen Vertretern und Erzeugerinnen darstellen kann. Wir haben die letzte Bastion des Mutterficks, macht Lärm für Octobus und die Zwitschka! Und wir haben auf der anderen Seite ein Team, was wirklich bewiesen hat, dass es weder für Trap Abitur noch ein Friseur braucht. Wir haben die beiden Mutterficker, macht Lärm für Chris Kotz und Anonym. Ja! Genau, das finde ich schon mal gut. Aber jetzt fangen wir auch auf der Seite an, ich halt meine Fresse und erste Runde. Ja, ja, hört man mich? Ja! Du stehst nicht in der ersten Reihe! Ich hab mich für dich eingesetzt! Glückner! Mann, hör mal auf damit, ja? So, heute wird lustig. Also los geht's. Ey! Nicht du! Warum bist du so extrem wack? Und ey, nicht du. Du! Warum machst du mit dem Tracks? Ey, ich denk, was du machen willst, ist Trap. Aber der Rap? Ich glaube, der hat das nicht gecheckt. Safe nicht. Junge, wie du dich fühlst, wenn du denkst, dass du was flexst. Wie du dich bemühst und dann verstellst. Wie du übst, doch es verzweckst. Digga, halt wie du rappst. Sheesh, ist das wack. Junge, ich schwör das ganze Konzept. Entrepreneur. La longue, ne même pas de tomblet. Junge, alles Gelaber, jeder Track. Was für Yachten, was für Pelz. Was für teure Sachen und vor allem, was für Schlampen in deinem Bett. Wen willst du verarschen? Alles Papas Cash. Aber willst du dir mal ein Bier holen, nimmst du von deinem BAföG ein paar Cent. Junge, und dein Rap ist nur ein Spiegel deiner selbst, weil das immer wack bleibt, egal wie krass du dich verstellst. Guck, ihr wollt überall dazugehören, doch kriegt von niemandem Respekt. Weil real recognize real. SF Gang, der Suizidgedanke ist echt. Also von wegen der andere und Zwetschge-Fan. Passt mal lieber auf, wessen Homies ihr hier einen Kevin nennt. Denn wer macht hier ein Scheißalbum mit Falk und Eminem, Alter? Yeah! Ey, und apropos Junkie-Mütter und abgedroschene Jokes, die 5%, die ihr drauf habt, haben wir auch. Andere Mütter gehen also um 7 Uhr scheißen und stehen um 8 Uhr erst auf. Zwetschge nach Besuch von der Gang, verlässt deine scheiß Nuttenmutter nie wieder ihr Haus. Ey, aber checkt mal ihre Legacy, denn sie steht mit den meisten Abtreibungen im Guinness-Buch der Rekorde. Aber Digga, nicht unter A, ne, unter M für Mordel. Und die Fotze macht sich locker einen Schritt. Junge, die nimmt die Pille nur, um zu wissen, welcher Wochentag ist. Und dabei ist die fast nicht mal ein Mensch. Skeet, die ist so, der Skeet ist die on fleek. Die fette Nutte hat Laufmaschen in den Jeans. Dicker, was für Moves das Vieh kann. Guck, es zieht sich Flipflops mit einem Schuhlöffel an. Und es ist muskulös, hochpotent und behaart, ja. Deine Mutter sitzt bei Brit und ist zu 99,8% dein Vater. Vakuum im Kopf hat die nur noch Saugkraft statt hier. Die ist so dumm, die hüpft bei 1, 2 oder 3 auf die 4. Hey!
Und ob die wirklich richtig bläst, siehst du, wenn ihr dabei das Licht ausgeht. Hey Junge, wenn ich bei deiner Mutter die Buchse aufmache, ne, dann klingt das ungefähr so. Jedes Mal, wenn du Kevins Mutter blank in den Arsch gefickt hast, ist dir im Gesicht ein neues Haar gewachsen. Ja, dicker alter Schwur, aber guck mir auf den Kopf, ich fick Arsch seit der Geburt. Ey, aber Zwetschke, eine Frage. Warum kannst du nur so kurz? Was? Ich höre da keine Antwort. Aber ich schwöre, er hat gefurzt. Junge, deine Mutter hat von sexuellen Übergriffen 8 Narben in der Fotze. Und nur deswegen Oktomusch. SF Gang, mit Bängen fällt ihr Loch kaputt. 3 Mann, 8 Schwänze, 1 Oktopus. Und deswegen Kopf kaputt. Guck du ruhig weiter auf den Boden und erzähl dem was von Frauen oder was Rap dir so bedeutet. Aber betreten Rapper wie wir einen Raum, verlassen Rapper wie ihr das Gebäude. Ich lasse euch schmachten nach dem Lifestyle meiner Gang, denn die macht wie LeBron es macht, die macht schwarz das Geld. Geld ist Money jeden Tag, until the fucking end. Zeit! Jo, könnt ihr mich verstehen? Jo, jo. Yes, jo. Ey, ihr disst uns für unsere Musik. Ihr seid ja voll die G's. Eure Mucke anzuhören ist wie dieser Mickey-Maus-Zeichner. Ich wollte es nie. Jetzt ist mal wieder das Killer-Team von Dill Tilly mit der Delivery, die eure Gesichter zerfickt. Hiernach gibt jeder bei Facebook an, dass er... Nee, so viel Zeit gibt's hier heute nicht. Das ist der Abspann eures Battlefilms. Die letzte Klappe. Jede Zeile macht den Cypherkreis zur Rettungsgasse. Platz für euren Abtransport nach dieser fetten Klatsche. Hier stehen 2 Serienkiller mit Okto-Zwetschgemasken. Ey, das ist kein Titelmatch, Jungs. Sorry, werdet so niedergebumst, dass ihr euch wünscht, ihr werdet mit Kübelböck von der AIDA gesprungen. Nennen sich Suicide True, doch der Scheiß ist nicht real. Wenn ihr so Suicide seid, wieso seid ihr dann beide noch hier? Warum? Ihr liegt bewegungslos am Boden nach 3 prallen Strophen. Getötet durch vergiftete Pfeile unseres Spannungsbogens. Kotzen und Anno. 2 kleine Sluts aus einer Seidenstadt, wo niemand es einfach hat. Und jeder zweite nachts besoffen aus der Kneipe stafft. Es ist zum Haare raufen, doch die Pechsträhne reißt nicht ab. Doch Schluss mit dem traurigen Stuff, Oktomusch und Zwetschke sind im Haus. Was seid ihr Fehlgeburten oder warum seht ihr so weggetreten aus? Wir sind in dieser Liga der Chef, jeder weiß, das Team ist perfekt. Also macht besser keine Anstalten wie ein Psychiatriearchitekt. Kotzen legt Wert darauf, dass das Chris ohne Haar geschrieben ist. Und wenn man Anus Frisur sieht, dann weiß man auch, wo das Haar vom Chris geblieben ist. Denn er kommt auf seine Mutter. Die ist auch so scheiße behaart. Da mischen sich Vergewaltiger die K.O.-Tropfen ins eigene Glas. Yo, Kicker. Warum müssen ausgerechnet wir immer die langhaarigen Gegner zerbumsen? MC Mike, Johnny Rakete und jetzt du? Wir kommen als nächstes Rapunzel. Wenn ich durch Krefeld fahre, wird aus Angst jede Ampel grün. Und du siehst einfach nur zu. Und die Reifen von meinem Lambo glühen. Junge, was willst du? Hier gib mal lieber eine Wand besprühen. Was für anonym, du bist nur ein klein glücklicher Huren in so einem Schwanzkostüm. Ich beginne den Tag damit, in meinem Strandhaus zu ficken. Du gottverdammte Schwanzfrau mit Titten. Hier wird dir heute vor allen Leuten ins Schandmaul geschissen. Du bist so unterentwickelt, du trinkst deinen Schnaps aus einem Flachjung. Und nein, die Grasnarbe auf dem Spielfeld deines Dorfvereins zählt nicht als Platzwunde. Sag Sayonara zu meiner Saftpumpe. Besser du fuckst uns nicht ab, Kumpel. Sonst hängt dein abgetrennter Fotzenkopf über dem Krefelder Stadtbrunnen.
Ihr haltet die Hände an eure Schädel für diese alberne Teufelsgeste. Junge, guckt, wie ich mit dem Besen schnapp und im Fegefeuer das Feuer fege. Du zu bekiffter Mega, der fliegst morgen auf dem blutbespritzten Federbett. Ich schlag mit nem Kruzifix dein Schädel weg und deine Crew zieht fix aus Krefeld weg. Ich treib euch Pseudolaus den Teufel aus und mach daraus nen Bilderband. Ihr sagt, ihr habt zwei Hörner, dann sagt Hallo zu euren Wilderern. Evil, ich brauch kein Motiv, ich töte nur, weil ich Bock hab. So evil, ich beiß Ozzy Osbourne live on stage den Kopf ab. Und ich muss meinen Punch setzen und aus Andros Flanschfresse wird Schlag hat die Kunst. Deine ganze Entourage wird gebumst. Je nach betet Satan zu uns. Und Mann, ich raff es nicht, Chris. Gottverdammtes Bastardgesicht. Ja, das ist kein Lean in deinem Becher, das ist Aperol Spritz. Laber nicht von Hustlen und Quips, denn ich find deine Mucke so lahm. Du solltest Polizist werden bei den ganzen Unfallaufnahmen. Dicker, ich bin der schmierige Tennislehrer, der deine Freundin im Ferienresort die Alte fickt, Junge. Auch wenn sie so hart stinkt, dass ja der Mammutbaum im Wald wegbricht. Hightech-Shit, bei uns ist schon der Mic-Check sick. Mit diesem Tag-Team hat das Böse eine Gestalt gekriegt. Und ich scheiß in diesem Fall auf Crowd-Reaction, um deine Schattenseiten aufzudecken. Und das kannst du mir glauben, Schätzchen. Hiernach beginnen auch deine Freunde den Raum zu wechseln, denn wir sind so routiniert mit dem Bars wie Papi Schlauch mit Excel. Ich fühle mich wie deine... Ich fühle mich wie deine Mutter nach deiner Geburt, Chris, kotzen. Heute hab ich was auszusetzen. Und schon wisst ihr zwei Bitches gleich, was wir meinten mit der Rettungsgasse. Wir sind zu unserer Zeit voraus. Wir könnten direkt hier nach ein Rewatching Classics machen. Und jetzt geht weg, ihr Lappen, denn für die erste Runde reicht es. Ihr kriegt heute nur einen Punkt. Weißt du warum? Weil's so null ist Scheiße. Erst erfahren, ihr bringt doch tatsächlich diesen peinlichen Move. Ihr erzählt den Leuten ja alles über meinen Beruf. Ihr glaubt, dass mich das wirklich juckt? Das finde ich ein bisschen seltsam. Da habe ich gedacht, okay, erzähl es den Leuten einfach selber. Kein Problem, wenn ihr das wisst. Ich arbeite als Journalist in viel Zeit. Viel Spaß bei eurer Gassenerthüllung gleich. Zeit. Hey! Yo, ihr zwei... Ihr zwei seid für mich eklig nicht mehr. Der Unterschied zwischen mir und Rapunzel, ich hab einen Pferdeschwanz mehr. Yeah. Yeah. Und du sagst Sayonara zu meiner Sackpumpe. Soll ich das noch kontern, Dicker, Alter? Wie dumm das ist, Junge. Ey, pass auf. Zitat. Ich pop Models mit Top Models und Chuck Norris, du hängst im Büro. Ich hab jeden Tag frei, aber hätte ich deinen Job, dann wäre ich der Hengst im Büro. Simon, wieso? Digga, das sind keine Bars, das ist reine Selbstreflexion. Weil ist ja real, dass du rappst. Was du erlebst, denn der Büro hängst, der hängt im Büro. Man kann an deinen Zeilen schon richtig hören, dass du Artikel für die Rheinische Post schreibst. Was ist denn? Ups. Noch ein. Digga, wenn ich will, fick ich heute in deinen Lebenslauf ein Loch rein. Noch eins. Und noch eins. Johannes Gerichhausen. Triff ihn an der Uni Mönchengladbach, auf dem Schulhof in der Pause. Aber pass mal lieber auf, ne, mit wem ihr hier hinter besten Rücken was habt, mal ihr Kaffee. Denn dass du Pisser mir bei Insta schreibst, was sollte das denn für ein Move sein? 31 auf deinen Nacken, wie beim Saloon-Fight, so ein Stuhlbein. Denn wenn ihr Vereinbarungen treffen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, aber nicht Handcuff-Style hinter dem Rücken von anderen. Dicker, es gibt eine Facebook-Gruppe, da sind alle Mann drin, alle vier MCs plus die Veranstalter des Kampfes. Aber du schreibst mir privat und willst Bedingungen stellen, aber nicht das, dass jemand weiß, Junge, richtiger Held. Aber gut, dann werd ich mich daran halten. Aber Jungs, vielleicht fick ich heute eure Welt. Ey, du bist doch dumm. Du bist doch dumm. Das ist wie, wenn du nicht willst, dass der Kotzen deine Frau fickt, aber du mich dann für sie auf Insta fragst, ob er ihr nicht mit Faust gibt. Und das werde ich, Brudi. Digga, es war
was für keine Personals. Johannes, der ist Lehrkraft und will nicht, dass man das rauskriegt. Ja, dann guck doch erstmal, dass du nicht nach einer aussiehst. Digga, ernsthaft. Ich kenne den Ort, an dem du schläfst. Und du weißt, dass der keinen Scherz macht. Ich könnte jeden, den du liebst, heute erwähnen und würde das suggerieren, dass dein scheiß Rich-Kid-Leben ja auch nur einen Cent wert hat. Guck, wie das von außen glänzt. Doch von innen ist das wack. Alle lachen, ich muss grinsen, wenn du dich hier wieder mal verstellst. Guck, es ist nicht 2006. Maskenrapper kriegen keinen Respekt. Aber ist ja scheißegal. Töten wir halt den Rapper, hinter dem Johannes sich versteckt. Schwänzke, Alter. Ey, denn es gibt da so eine Sache, die ihr mir mal erklären müsstet. Okto-Zwetschke, Dicker. Warum Meeresfrüchte? Ohne Scheiß, Alter. Dein Leben, Alter, da ist der Wurm drin. Richtig faule Früchte. Ein richtig faules Früchtchen. Echte Männer sind von außen hart und von innen weich. Bei dir ist umgekehrt. Du siehst völlig verweichlicht aus und dein Herz ist ein Stein. Aber red du ruhig über fremde Mütter, aber reicht, wenn deine eigene weint. Johannes, das ganze Geld. Ey, aber am Ende des Tages ist auch scheißegal, ob Zwetschge oder Pflaume. Denn am schönsten ist so ein Pfötzchen, wenn es an einem Baum hängt. Wir beten zum Teufel Janatas dem Großen auf, dass heute einer... Wir beten zum Teufel Janatas dem Großen, dass heute von euch einer stirbt. Im Griffel des Kreuzes, im Namen der Toten, wir läutern im Zeichen des Tiers. Ey, bereits eure Namen stehen in Pentagrammen, wir knien und beten zum Boden. Wenn ja sie, wir beschwören den Satan, jetzt riecht ihr das Cannabis, dann riecht ihr beide den Tod. Oh. Zeit. Yo. Yo. Es war ja so klar und ich hab's ja auch vorausgeahnt, dass ihr versucht, heute was in meinen Beruf zu bringen. Was macht ihr nebenberuflich? Na, eigentlich sollte keiner herausfinden, dass ich hauptberuflich Zuhälter von deiner Mutter bin. Yo. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich kann mich nicht beklagen. Der Beruf ist der Shit. Denn ich hab gelernt zu recherchieren und somit konnte ich noch schneller herausfinden, dass du ein Hurensohn bist. Ja, okay, aber ich meine, durch die Scheiße habt ihr zumindest ein bisschen oder einen Hauch von Gegnerbezug. Aber ich habe das Schreiben zum Beruf gemacht. Das heißt, ich habe das geschafft, was du seit Jahren vergeblich versuchst. Okay. So, haben wir das auch geklärt. Ich lasse das bleiben, weil die Lehrernummer, Alter, das ist, wenn man sich schon Infos holt, dann richtiger. Wenn man keine Ahnung hat, einfach Fresse. Jo, aber ey, hast du eigentlich mal von seiner Gang gehört, Junge? Chris Kotzens Gang. FDF Entertainment. Ich wollte eigentlich keine Zeit mit diesen Dullis verschwenden. Aber legt man den Blick auf diese Krefelder Klick, dann merkt man sehr fix. Das sind ja echte Multitalente. Es gibt da so ein Interview-Kotzen. Da sprichst du nicht über euren bösen Sound? Nein. Du sagst stolz über deine Crew. Ey, wir haben sogar Jungs dabei, die Möbel bauen. Möbel bauen, Alter? Das ist ja unglaublich, Chris. Da ist man ja ganz außer sich. Wie heißen denn die Hurensöhne? MC-Bücherregal, AC-Fernsehsessel und Young-Ausziehtisch. Pass auf, du Inzuchtwürstchen. Ich hab keinen Respekt vor dir und deinem Zirkusgrüppchen. Ey, meine Gang kommt zum Drive voll mit geladenen Schwänzen. Deine Gang kommt zum Drive voll mit Imbusschlüsseln. Und ich erwarte heute ein fettes Danke. Denn jeder hier weiß jetzt, was er meint. Wenn er behauptet, er hätte heute ein paar Schränke dabei. Die bringen bald wieder neue Mucke raus. Irgend so ein beschissenes Release. Mann, wir wollten euch nur betteln, damit sich das noch ein paar Wochen nach hinten verschiebt. Euch beiden als Wack zu bezeichnen, ist wie eine tote Leiche. Es ist cool, dass ihr euch Brüder nennt, denn dann reicht, wenn man einen von euch als Hurensohn bezeichnet. Ihr braucht bei euren Battles keine Crowd, denn ihr habt eine Assi-Truppe dabei, die feiert jeden behinderten Satz. Ey, Team Battles von denen sind wie dieser West Coast Rapper. Vorne die zwei und dahinter das Pack. Opto und Zwetschge, man sieht es gleich, dieses Team ist nice, noch lange nicht den Zenit erreicht. Anonym ist hier so unerwünscht, der steht auf der Gästeliste minus eins. Für den Sieg beim Newcomer-Turnier hast du 1000 Euro Gage bekommen. Ja, Glückwunsch, Anne. Da, wo du herkommst, dann immer so was Jahreseinkommen. Dass sich ein Bastard wie du da ganz nach oben schmuggelt und am Ende die Kohle kassiert, spricht vielleicht, Frauenquote. Aber erhöht nicht unbedingt das Niveau des Turniers. Junge. Ich droppe warum the corner bars im Kreisverkehr.
In meine Fäusten bin ich ins Grab. Du sagst, du rappst, solange du lebst. Also heute zum letzten Mal. Dicker, bis hier und nicht weiter. Für dich mieses Stück Scheiße ist das ein eiskalter Dezembertag. Du bist anonym? Wow, das war dein Vater auch, als er deine Mutter mit einer Sturmhaube geschwängert hat. Und als er fertig war, sagte er: Mensch, was für ein tolles Bett. Das fühlt sich an, als hätten da ein paar richtige Profis geschraubt. Und dann sagt er: Und als er fertig war, sagte er: Mensch, was für ein tolles Bett. Das fühlt sich an, als hätten ein paar echte Profis geschraubt. Und dann sagt sie: Nee, das haben eigentlich die Promis von Chris Kotzens Homies gebaut. Doch der Höhepunkt kam erst nach dem Finale. Denn nach seinem Sieg fragt dieses miese Bürschchen: Hey Jamie, was ist denn jetzt mit meinem Titelgürtel? Doch den Gürtel kannst du knicken, sobald die Zwetschge dich fickt. Wenn du trunken wollt, hast du ja heute die Buchse voll. Junge Hosenträger wären besser für dich. Teste mich nicht, du hässliche Bitch, denn ich hab Blut auf meinem Tintenfass. Mann, ist es kein Zaubertrick oder Clownsgimmick, wenn ich dich in der Mitte zersäge oder verschwinden lass. Und Kotzen, weißt du noch, damals in Düsseldorf, Junge, wie dreist kann man sein? Fragt der Hurensohn mich da ernsthaft nach einem 1-gegen-1? Dicker, wenn man eins von uns weiß, dann fuck, wir reißen nur zu zweit ab. Man geht ja auch nicht zum Harley-Davidson-Händler und fragt danach einem Einrad. Du forderst ihn alleine raus und glaub mir, Chris, das wundert mich. Denn zu zweit macht's mit uns am meisten Spaß. Frag mal deine Mutter, Chris. Ich hab die fetteren Bars und den fresheren Bart. 5-Sterne-Dinner gegen Hausmannskost. Du siehst aus, als hätte ich einen Mark Forster gefrühstückt und danach wieder ausgekotzt. Glaub mir, Kotzen, ich könnte stundenlanger Nahverkehr mit deinem Mädel machen und dir so lange in den Darm hacken, bis ihre Arschbacken Standing Ovations klatschen. Und muss dieses Ferkel mal kacken, beginnt die Erde zu wackeln. Fuck, sie muss häufiger einen ab sein als eine Bergretterstaffel. Doch jetzt kommt das Beste, du Lappen. Dein Gespräch in Paderborn mit Battleboy Basti, als er dich lobt und sagt, du hattest echt geile Freestyles im letzten Match. Und du dann sagst: Aber ich hab doch gar nicht gefreestylt im letzten Match. Später fragte Basti, wo es hier was zu essen gibt. Denn er ist ja gerade ein bisschen hungrig. Und dann sagt Kotzen: Ah, da drüben, da gibt's einen Döner. Aber der kostet 4,50 €. 4,50 €? Fuck, wie broke kann man sein? Bei deinem Kontostand wär's wohl besser, ein Date mit euren Müttern zu machen. Warum? Ja, die kann man immer ein wenig für weniger als 4,50 € vernaschen. Fuck, ihr verkümmerten Lappen. Ihr merkt, wir fluten eure Zuversicht. Und Krefeld verschwindet von der Karte, wenn der Niederrhein über die Ufer tritt. Zeit. Ey, was labert ihr von Gürtel? Ihr habt doch eine Psychose. Wenn ich mich mit eurer Mutter treffe, dann meistens unten ohne. Ja, und du, für deine Bars, Digga, da würde ich mich schämen. Eine tote Leiche, hast du jemals eine lebende gesehen? Das behindert ist. Ey! Ja, du! Das ist ein Hurensohn. Junge, Red Dead Redemption 2, Vorbereitung ist nicht. Wen wollt ihr hier snitchen, Junge? Richtige O'Driscoll! Spaß! Was für Outlaw! Geh mal lieber öfter raus, ja. Motherfucker vom Niederrhein. Brodis, ich weiß aus sicherer Quelle, man hat euch draußen nie gesehen. Und Zwetschge sagt mir, warum siehst du aus wie ein Lau, aber riechst dann nach Tee? Und du riechst nach Lauch, aber ich meine, du siehst ja auch so aus. Also mach es wie bei Falk und gib mir nicht die Hand, du Hemd, denn ich hasse deine Cousine. Dicker, wir sind Schwanzcousins. Ey, und du glaubst vielleicht, du bist einzigartig, hast den Stil und die Moves, doch so 0815 Hornbrillenpisser haben sogar wir in der Crew, Alter. Check! Meine Gang, alle sick fucks. Savage Suicide und alle wollen mitmachen. Alle. Deine Gang ist ein Witz, ja? Ja. Weil deine Gang ist nur die Bitch da. Rich Kids am Mike, ich zähl die Tage, bis der eine den anderen gesnitcht hat. Fick das, was wir haben, habt ihr nicht, ja? Und das könnt ihr nie verstehen, wie man jemanden abgrundtief hassen kann, nur weil man ihn aufrichtig liebt. Scheiße, war das die Zeit.
Familie, Gang, guck, wir leben den Scheiß. Wenn es sein muss, fange ich mir eine Kugel für jeden von denen ein. Ihr seid eine Zweckgemeinschaft und das sehe ich gleich. Und ihr bleibt nur zusammen, weil ihr wisst, dass ihr solo in der Szene nichts reißt. Und daran wird sich nie was ändern. Ihr nennt euch eine Gang, doch seid die einzigen zwei Member. Du sagst, Kakobi ist der Wackere von beiden und du weißt genau, wie das ist. Aber Dicker, ich hab keinen Plan, wovon du sprichst. SF Gang! Egal von was, immer zwei mehr. Zeilen wiegen schwer, zeigen keinerlei Humor, weil egal wer dich fragt, der immer dein Tumor. Und jetzt wird der Sack hier zugemacht. Wie mit dem Plack das Arschloch deiner Hurenmann. Ihr wollt mich killen mit dem, was ihr in anderthalb Jahren ergoogelt habt. Aber besser, wenn eine Kugel spaßt. Denn hier kommen zwei Generationen purer Hass. Und zugepafft. Die eine neue Ära kreieren, in der dann am Ende so ein Schwulenpaar mit Blut im Arsch wegen Wack auch nichts mehr zu suchen hat. Schon alleine wegen AIDS. Unzumutbar, ja. Ich schwöre, der ganze Schmutz, der hier angespült wird, verdirbt unsere kulturellen Werte. Das Land braucht eine Wackness-Obergrenze. Danke, Merkel. Hey, ich kann schon verstehen, wenn ihr gerade gar nichts kapiert. Sieht den Scouter ruhig mal aus, wenn euch die Kampfkraft verwirrt. Stellt euch auf den Kopf, am Ende ist scheißegal, was passiert. Denn ihr lebt das Leben der anderen. Und wir bleiben anders als ihr. Das ist sich zu fein sein für ein Battle. Und immer die gleichen Mutterlein-Skills gegen gibt mir nur einen gottverdammten Grund, um zu killen. Ihr seid Hunde, die bellen. Wir sind Hunde mit Grills. Und großen Hunger im Bauch, den die kleinen Nummer nicht stillt. Ich meine, habt ihr auch geglaubt, ihr seid das Ziel? 2018, ihr wart euch zu schade für die Kunst. Wir waren da, jeden scheiß Tag und haben alles gebumst. Und zum Abschluss des Jahres euch noch nebenbei noch totgefickt. Friss meinen stahlharten Cock und ihr findet euer Ende auf einem kalten Gestänge, so wie Samuel Koch, Alter. Du kommst hier echt mit einer Samuel Koch rein, Alter. Alter, geht's noch? Boah, das Battle in Sachen Runden ist heute wie diese Samuel Koch-Eltern. Einer geht noch. Jo, diese Runde war nicht real, sondern fake. Ey, was? Wir haben keine Crew, Alter. Meine Crew ist die Beatliothek, Alter. Die einzigen beiden Crew-Member. Schwieriges Thema, um so eine dritte Runde zu starten. Aber kotzen. Warum reden wir beide jetzt nicht mal auch ganz offen über unsere Gage? Dicker, du wirfst Mighty vor, dass euer Battle erst klar geht für ein bisschen mehr Bares. Doch das sagt ausgerechnet jemand, der erst für dieses Match hier am Start ist, als Diltily gesagt hat, egal was ihr fordert, wir bezahlen es. Denn zunächst wart ihr für uns nicht bereit. Sagtet, ihr hättet noch andere Gegner, euch zerrinnt die Zeit. Doch als plötzlich die Kasse klingelt, ist es von jetzt auf gleich. Ja, wir sind dabei. Doch dabei ging es gar nicht um euch. Denn man könnte euch Vögel gut ersetzen. Nein, Diltily hat in zwei Hofnarren investiert, nur damit die Könige wieder betteln. Ja. Recycelt in dein Gesicht, Junge. Fuck, wie gefrieren mit dem Mic dieser Haare. Jede Zeile Palaver. Ich erstech dich mit deinem eigenen Maßstab, weil du mich seit Jahren nicht erreichst wie dein Vater. Gegen Vino gab es diese traurige Szene. Fuck, ich hab fast geweint. Als du sagtest, wenn du weißt, wo mein Vater ist, dann sag mir Bescheid. Komm nicht mit Gangzeichen und Sickfuck, weil ich dein Schauspiel längst durchblickt hab. Das Einzige, was dein Vater heute bereut, ist, dass er sich nicht schon viel früher verpisst hat. Benutz ruhig weiter deine kaputte Familie als Statussymbol. Doch bei so einem missratenen Sohn betet die ganze Nation, dein Scheißvater ist tot. Ist es deshalb dieses Suicide-Image? Bist du deshalb immer auf Handy und Schnee? Ist deshalb dein Soundbild so selbstzerstörerisch wie dieses Banksy-Porträt? Ist das der Grund, warum du dich nur von Tabletten und Lean ernährst? Lindert es den fiesen Schmerz, wenn die Sprite sich langsam lila färbt? Was willst du eigentlich betäuben, Chris? Dass seit der Schulzeit jedes einzelne Jahr vergeudet ist? Dass man dir anmerkt, wie enttäuscht du bist, auch wenn du dich in deiner Kindergang als Häuptling gibst? Der zerstreute Blick nach dem 9. Spliff, selbst deine engsten Verwandten leugnen dich. Das krampfhafte Pushen deiner Pseudo-Klick bedeutet nicht, dass du bedeutend bist. Wenn das bedeutet nichts. Jahren liegst du alleine im Bett. Der Hustensaft kickt nicht mehr und der Hype ist weg. Von heute auf morgen nicht mehr so fly wie ein Jet. Würdest die Zeit gerne zurückdrehen wie deine Cap.
Wo ist jetzt die Gang? Wo sind all die Homies geblieben? Wo ist die besoffene Meute, die nichts zu sagen hat, außer Mofi 47? Deine Mutter wollte immer ein erfolgreiches Söhnlein haben. Eine zarte Pflanze, die mit harter Arbeit den Asphalt durchbricht wie ein Vorspann von Löwenzahn. Kein Sascha, der jede Chance verzockt, immer zugedröhnt im Park. Kein Sascha, der mit Mitte 30 immer noch flirtet mit dem Größenwahn. Dicke auf Krefelder Technopartys erscheinst du häufig zugeknallt. Augen zugequollen wie bei Opfern von häuslicher Gewalt. Das ist kein Fake Real Talk, mit dem wir dein erbärmliches Leben fronten. Nein, das ist die Standpauke, die dein verschollener Vater dir nicht geben konnte. Ave Maria hinter euer Hurensohn-Programm. Optimus und Zwetschge. Jeder von uns eine Lichtgestalt wie dieses Super-Hologramm. Und ich verbring mit Grübeln den Tag. Warum anonym dieser Spast? Nur von Drive-Bys redet, obwohl er nicht mal Führerschein hat. Du hast dein Abitur in Meerbusch gemacht. Ein wohlbehütetes Kaff. Also mach dich auf psychisches Wrack. Ich nehme diese Attitüde nicht ab. Du bist ein langhaariger Hobbypoet mit romantischer Ader, sobald der Frühling war. Diese Zeilen sind die letzten Züge beim Schach. Ihr wollt den Merchandise verkaufen, doch verlasst die Bühne hier nackt. Seht's ein, ihr habt hier heute keine Schnitte, so wie ein One-Take-Videoclip. Wir haben nur kein Tour-on-Tour-Gürtel, weil es diesen Titel nicht gibt. Und falls ihr euch fragt, warum das beste Team so selten am Start ist, wir stehen nur noch auf von der Couch für das Battle des Jahres. Irgendwann ist Schluss mit der Pause und Optimus und Zwetschge sind am Start. Ich meine, mein Business-Herz sagt nein, aber mein Battle-Herz sagt ja. Ihr auch, an alle, die gehatet haben, dass wir auf unserem Release nur erzählen, wie reich wir sind und wie viel Groupies wir knallen. Ich hätte euch ja allen geantwortet, aber der WLAN-Route, das mir auf einer Yacht in die Jacuzzi gefallen. Es bleibt dabei. Es bleibt dabei. Wir sind die letzte Bastion. Ihr seid die letzten Bastarde. Und die nachdanken die Gebrüder King Gott, dass sie das Match nicht gemacht haben. Zeit. Mein guter Freund Flair würde sagen, er hat es erfunden. Ich glaube, wir haben ein paar Judges. Wow. Wo sind die Judges? Ich will gute Judges. Ehrlich, schreibt nicht immer so. Sagt nicht immer einen Namen, das steht da drunter, ihr seid behindert. Weißt du, was das ist? Also erstmal, das war jetzt das erste Battle des Abends, wo hier einfach gefeiert wurde. Einfach nur kranke Lines. Nochmal bitte lernen für dieses kranke Battle. Also, vielleicht auch nochmal, was mir jetzt so positiv eingefallen ist. So. Ich finde es krass, dass ihr noch ein bisschen mehr an eurem Konzept gefeiert habt. So, also ein bisschen sauberer geschrieben als früher. So ein bisschen sauberer geschrieben als früher, okay? Das Ende war auf jeden Fall Gänsehaut so. Hart und der hat auf jeden Fall, also so ein Punkt drauf, und ich sehe, kann euch keiner so was nachmachen. Bei euch ist es so mit der Attitude, also viele. Deine Konter waren geil, also die Fanschwanz-Sache war mega nice. Ja, Mann! Das Ding ist, ich weiß nicht, ob es an vier Steckmikes auf der Tribüne liegt, so, aber halt Attitude, konnte Autorität gar nicht das Wasser reichen, Leute. Deswegen ist für mich relativ klar ein Opt-on-Switch. Du bist relativ nüchtern, oder? Also Klepto ist hart von der Lügenpresse, der hat überhaupt keine Ahnung. Nein, aber erstmal um es vorweg zu sagen, so egal was ich jetzt sage, es ist halt Pöbeln auf so hohem Niveau, dass ich mich eigentlich voll fehl am Platz und behindert fühle, weil da haben sich viele Leute komplett zerfetzt und es ist echt eine Style-Frage. So. Und ich fand halt, ihr habt die letzten Battles so eine krasse Erwartungshaltung aufgebaut, dass halt für euch auch schwierig ist, weil ihr irgendwie immer die Erwartungshaltung battelt so. Und euer letztes Battle hat so krass reingehauen, dass die Erwartungshaltung auf eurer Seite war und ihr habt halt sehr krass gepickt so. Und die ersten zwei Runden hätte ich an euch gegeben, die ersten drei Runden fand ich euch, die dritte Runde fand ich, ja. Die erste, dritte Runde fand ich von euch krasser.
Und am Ende des Tages ist es eine Geschmacksfrage und ich gebe es echt ganz knapp an die beiden Jungs. So, aber es ist... Ja! Passe den Chief, dass ich das judgen muss und ich liebe euch für dieses Bett. Komm mal runter. Ja, sehr undankbare Aufgabe. Insgesamt Killer Battle. Ihr habt halt, boah, ich wusste noch nicht, wie harmoniert das jetzt a cappella und wie haben wir es gesehen, a cappella, wussten wir es nicht. Und dann auch mit mega Swag so reingekommen, das kann man nicht anders sagen. Aber ihr auch ab dem ersten Moment schon, erste Runde war von beiden ein richtig krasses Feuerwerk und ich hätte so eine leichte Tendenz zwischen euch gehabt so. Zweite Runde hat bei euch eigentlich nicht gezogen, hatte so ein Dryspot in der Mitte der Runde. Bei euch war die beste, auch wenn ihr da ein, zwei Bad Bars eingestreut habt. Geht die zweite Runde durch auf euch. Dritte Runde entscheidet es jetzt und ich finde einfach, eure dritte Runde war einfach sehr stark die stärkste des Bad Bars. Das geht für mich. Und dann guckt, wie es geht. Sorry. Jojo, erstmal, es war wirklich ein krasses Battle, mega intensiv, man hat richtig gemerkt, wie ihr euch so angegeiert habt die ganze Zeit, das war echt heftig. Aber am Ende habt ihr euch auch noch die Hand gegeben, es war nice, ich wusste nicht, ich stand in eurer Frühzeitgruppe da, Alter, ich wusste nicht, ob es gleich eskaliert, aber bei euren Lines waren wir auch immer auf jeden Fall am Start, es war schön zu sehen. Ich fand, ihr hattet einfach die ganze Zeit Punchlines, die ganze Zeit immer noch einen draufgesetzt. Und ihr hattet manchmal so ein paar Hänger an den Runden und deswegen gebe ich es relativ klar an euch beide. Aber 4,50 € ist verdammt teuer für den Döner. Ja. Ja, danke auf jeden Fall für dieses Wahnsinns-Battle. Es war eine Ehre, einfach dabei zu sein. Nach den ersten beiden Runden dachte ich echt, hey, ihr catcht das heute. Und dann kam halt diese dritte Runde. Also das war... Es war schon ein bisschen so Punches gegen Style und so, aber ihre dritte Runde war einfach. Hat gegeben. Okay, Leute. Ich glaube, wir sind uns immer noch einig. Ich habe leider keinen Fertigspruch mehr, aber egal. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das ein ultra geiles Battle war. Deswegen macht doch mal Lärm dafür, dass die beiden Jungs noch kein Suizid begangen haben und stattdessen richtig geilen Freund gemacht haben. Aber es gibt ein Aber. Es gibt zwei Gewinner am heutigen Abend. Ich glaube, wir sind uns auch einig, dass die beiden rasiert haben heute. Macht Lärm für die letzte Motion des Butterfingers! Don't let the label label you, December 3. Wir sind im Festsaal Kreuzberg und haben ein Two on Two gesehen, was ziemlich krass war. Ich würde gleich mal mit den Gewinnern dieses Matches beginnen. Und zwar, ja, du bist schon skeptisch. Ihr wart lange nicht am Start und seid jetzt wieder da. Ihr habt auch zum Beispiel gedroppt, man lässt die Hofnarren kommen, um die Könige wieder battlen zu sehen. Warum wart ihr so lange nicht am Start und was hat es damit auf sich mit dem Standing? Also wie, genau, warum positioniert ihr euch so? Also erstmal bezogen auf die Hofnarrenline, das war ja ein Flip von Chris Kotzen. Darum habe ich, glaube ich, auch danach gesagt, recycelt in dein Gesicht. Junge, wie du es gegen Reno gesagt hast, die war ja auch nochmal recycelt, doppeltes Recyceln. Und ja, keine Ahnung, was hat es mit dem Standing auf sich so? Nix. Man kriegt ein bisschen was mit so und versucht das halt dann irgendwie emotional in die dritte Runde zu verpacken. Kommt halt in der dritten Runde irgendwie cooler als Abschluss, als wenn du es direkt losballerst, wie sind die geilsten. Also taktisch war es halt irgendwie klüger, das in die letzte Runde zu packen und so. Ja, keine Ahnung, was war die Frage? Auch was damit auf sich hat, dass ihr nur so selten battelt? Es hat einfach verdammt lange gedauert, den WLAN-Router, der auf der Yacht in den Jacuzzi gefallen ist, zu reparieren, sodass Chief oder Jamie XY uns anschreiben konnten. Und ja, sorry, auch im Namen meiner Eltern, Entschuldigung. Das Problem bei 1 und 1 ist, dass die zwar bis nach Teneriffa kommen, aber halt nicht in andere Breitengraden, wo man seine Yacht gerade liegen hat. So. Und das hat uns ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht bei weiteren Battles.
Verstehe, okay. Mhm. Ihr habt es als Angriffsfläche natürlich genutzt, dass sie einfach super wenig am Start sind. Ihr sowohl einzeln als auch im Team jetzt immer mehr, immer häufiger am Start seid. Wie, das ist vielleicht eine bisschen blöde Frage, aber wie fühlt sich das an, auch nach der Ansage, die du letztens gemacht hast in München, dann das Match verloren zu haben, und seht ihr das auch so, wie das Judging dann ausgegangen ist? Nee. Also wir haben gerade schon gesagt, eigentlich ist das Judging egal. So, es hat jetzt einer gewonnen, so und so viel zu so und so viel, und das ist gut. So, dann hat es seinen Abschluss gefunden, aber im Grunde ist es egal. Weil wenn die Resonanz auf beiden Seiten gut ist, dann haben alle gewonnen, und dann ist das halt einfach nicht mehr relevant. Also ist für euch auch nicht so, dass ihr ernsthaft sagt, so ey, wir sind viel öfter am Start, wir hätten uns das mehr verdient oder so in die Richtung? Nee, absolut nicht. Das Battle, also wir haben vorher schon gesagt, wir machen das Battle, um das Battle gemacht zu haben, weil das ein super Jahresabschluss ist, super Event, so super Gegner, das ist einfach, das machst du einfach, weil das gut für dich ist und gut für alle ist, so, das hat, ja, das lasse ich so stehen, das war cool. Das war cool. Ich habe nichts hinzuzufügen. So fungiert ein Team, sehr schön. Apropos Team und Nicht-Team, du hast angedeutet, dass du eigentlich gerne auch ein One-on-One gemacht hättest. Es geht ja um ihn da. Das hat er ja nur angesprochen, weil ich ihn damals in Düsseldorf gesagt habe, hier, der ist wack, tu den mal woanders hin. Nee, Quatsch. Ich glaube, ich war sehr respektvoll eigentlich und hatte einfach. Ich finde halt, fand halt schon immer ihn halt nochmal besonders rausstechend mit seiner Art und hatte einfach so ein Charakterbattle vor. Zwei Typen dahin zu stellen, die irgendwie ja Ecken und Kanten haben und sich mit tiefer Stimme richtig mies beleidigen. So, das war mein Plan damals, das hat er mir jetzt in den Arsch gesteckt, das war nicht so cool, aber. Ich würde natürlich gern wissen, warum ihr nur im Team battelt und warum du so ein Einzelbattle nicht machen würdest. Genau, weil wir es immer gemacht haben und es auch eigentlich angefangen hat, dass es, also es war nie meine Grundidee, wir machen Battles so. Ich mache liebend gern Musik oder was auch immer, aber von daher, für mich war es immer klar, entweder zu zweit oder gar nicht, und von daher ist und bleibt. Prinzipiensache. Definitiv, absolut. Hast du auch, magst du auch was dazu sagen? Ja, es hat sich halt irgendwann so eingespielt so, und wir haben es halt irgendwann angefangen, ich weiß noch ganz genau, am Anfang musste ich ihn so ein bisschen überreden, dass wir sagen, komm, wir probieren das jetzt mal ein bisschen aus und so. Die Anfänge kamen da damals auch mit Kusi zustande, der dann gesagt hat, komm, ich organisiere euch euer erstes Match und so. Und dann war das halt in Essen so und das hat ganz gut funktioniert. Dann haben wir das Match in Berlin gemacht und so und danach in Hamburg, glaube ich. Ja, keine Ahnung so. Und dann war man halt irgendwie so. Das ist halt ich so ein Teufelskreis einfach so, wo du dann drin bist und das ist halt Battle Rap. Da sagst du nicht, nee, ich mach das Match nicht oder ich bin jetzt raus. Oh, sorry, nee, meine Oma hat in dem Tag Geburtstag, da kann ich nicht. Sondern dann stellst du dich dahin und dann zeigst du deinem Gegenüber, dass du der sickeste Motherfucker überhaupt bist. Und entweder rafft er es am Ende des Tages oder nicht, aber das ist halt sein Problem. Von daher, du kommst nicht raus. Das ist wie der erste Nadel, wie der erste Schuss quasi. Einmal mitgemacht, immer dabei so quasi. Also mitgefangen. Ich wollte gerade sagen, wir machen halt seit Ewigkeiten Musik zusammen, dass es dann so in die Richtung irgendwann geht. Keine Ahnung, hätten wir selber, glaube ich, nicht gedacht. So. Aber man das Leben so spielt. Ne? Apropos Team, man merkt auf jeden Fall, dass ihr ein eingespieltes. Führe ich das Interview oder du? Ne, so war auch nur ein Spaß. Apropos eingespieltes Team, so ihr spielt sehr viel damit, was ihr zu zweit auf der Bühne machen könnt und was man alleine eben nicht machen könnt, mit genau einfach Doppeln und so weiter. Heute hat es irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, in der ersten Runde nicht ganz so on point funktioniert, wie man es sonst von euch gewöhnt ist. Woran lag's? Es ist auf jeden Fall falsch, was du sagst. Das hat nicht nur in der ersten Runde nicht funktioniert, sondern auch in der zweiten Runde nicht. Mhm. Sondern lediglich in der dritten Runde. Ja, keine Ahnung. Ey. Es liegt, im Endeffekt müssen wir es runterbrechen auf unser
Live-Unvermögen tatsächlich, weil wir können es weder drauf schieben auf eine schlechte Vorbereitungszeit oder so. Wir waren eigentlich super. Ihr hättet lang genug Zeit gehabt dafür. Wir hatten eine voll lange Zeit, so. Wir konnten die Parts komplett in- und auswendig so, aber es ist halt immer, das muss auch irgendwie jeder verstehen, der das mal irgendwie machen will, finde ich so. Wenn du dann da stehst tatsächlich, dann ist es wieder eine ganz andere Geschichte so. Du kannst die Parts in- und auswendig kotzen so. Irgendwann kommt ein Moment, wo du, den du nicht. Ich meine, das ist ja auch das Geile an Live-Battle. So, du weißt nicht, wann kommt die Reaction und du kannst es einfach nicht vorhersagen. So. Und manches bringt dich dann raus an einer Stelle, wo du dann irgendwie denkst, okay, da hätte ich jetzt mit einer Reaction gerechnet, dann kommt die Zeile nicht so rüber, wie du es dann bei Proben gemacht hast und so. Und dann irgendwie, das ist dann manchmal halt so eine Spirale. Das kannst du gar nicht so richtig beschreiben. Beim letzten Battle gegen Falcon Gakobi hat es halt glücklicherweise so geklappt, dass wir halt dann nie so wirklich krass rausgekommen sind. So. Heute halt nicht. So. Aber es liegt schon vielleicht auch, entschuldige, dran, dass ihr recht wenig Übung habt. Also Übung im Sinne von einfach selten battelt. Nee, keine Ahnung. Nicht sagen. Also wie gesagt, wir machen seit Ewigkeiten Musik zusammen. Wenn sich jemand überhaupt doppeln kann, so, dann sind wir das, glaube ich. Aber bei Falk und Gakobi war es zum Beispiel so, ich hatte den Turbo-Hate des Jahrtausends vorher. Ich habe gedacht, ich höre am besten jetzt auf zu sprechen, so. Bei den beiden, keine Ahnung, war halt von Anfang an oder im Voraus schon eine gewisse Sympathie da so. Ob vom Style oder von der Mucke her, von den Battles her so. Dass es ja nicht schwer gefallen ist, den Hate des Jahrhunderts aufzubauen, aber auf jeden Fall ja, schwerer gefallen ist als bei anderen Battles so. Keine Ahnung, da wird es jetzt darüber gehen oder darum gehen, wie aggressiv wir waren so. Also vielleicht waren wir in der dritten Runde waren wir genauso aggressiv, würde ich sagen, wie gegen Falcon Gakobi. Und in den ersten beiden Runden waren wir halt gedämpft. Aber es geht, also für mich geht es halt eher darum, ob wir in der Lage sind, überhaupt unsere drei Parts oder die ersten beiden Parts stumblefrei rüberzubringen. So. Und das, keine Ahnung, das hat halt heute einfach nicht funktioniert so. Was die Ursachenforschung, die werden wir natürlich nicht betreiben. Apropos, man kann es gut ausnutzen, wenn man im Team battelt. So, ihr macht auch Mucke gemeinsam und seid auch ein ziemlich eingespieltes Team, aber habt weniger, also nutzt es weniger aus, was man ja auch nicht muss, aber ihr macht es weniger als jetzt zum Beispiel die beiden. Habt ihr Bock, da irgendwie mehr damit zu spielen oder hat es einen bestimmten Grund, dass ihr trotzdem hauptsächlich einzeln quasi am Start seid, obwohl ihr im Team battelt? Also es ist schwierig zu sagen. Also ich denke, wir haben sehr verschiedene Styles zu schreiben und auch die Zeilen dann zu betonen und zu rappen. Abgesehen davon, also ne, wir finden das auch einfach besser. So, wir haben immer gesagt, so auch beim Falk und Kevin Battle, dass auf jeden Fall jeder seine eigenen Passagen so rappt und nur auf ganz wenige Stellen dann halt, wo wir zu zweit rappen, weil das auch einfach, keine Ahnung, vom Style so kommen soll. Wack ist, sagt er, ja, keine Ahnung. Ja, so. Also, aber hättet ihr Bock, da in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr auszuprobieren, auch im Team? Nein. Sorry. Ja, also keine Ahnung, so mehr als jetzt machen wir das nicht. Das ist ja schon alles durchdacht und gewollt, wie wir das machen. So. Und darauf wollte ich hinaus. Ja, ja, also das ist, ja, das machen wir schon absichtlich so. Und ich denke mal, wenn wir nicht irgendwas anders machen, machen wir das weiter so. Nice Ansage, macht Sinn auf jeden Fall. Ich würde gerne auf die Crowd-Reactions zu sprechen kommen. Und zwar ähnlich wie man es bei dir auch beobachtet und bei dir auch einzeln, habt ihr es tatsächlich heute auch geschafft, mit sehr, sehr einfachen Zeilen, die nicht weniger tief gepuncht haben, aber sehr wenig Wörter benutzt. Und die Crowd-Reactions waren ab der ersten Runde mega krass, kam mir vor. Was ist, oder könnt ihr euch erklären, was so das Geheimnis dahinter ist? Ja, ich kenne das Geheimnis. Die waren heute nicht deep. Wir haben einfach deren Zeilen geflippt. Alle kannten die und wir haben die gut geflippt und dann sind die ausgerastet. Das ist ein sehr guter Weg, den Gegner, also der Crowd, ne, die Reaction abzulocken einfach, weil jeder kennt die Zeilen, die wir geflippt haben und auch dieses Amenakulm oder was auch immer da, das war sein, ich habe keine Ahnung. So, das sind halt so Sachen, die funktionieren und deshalb macht man die. So, weil wenn du eine gute Idee hast, eine Line vom Gegner zu flippen, dann mach das, Mann, weil das ist, du schlägst ihn mit seiner eigenen Waffe und das ist halt super. Deshalb glaube ich, hat das mit den, dass die in den kurzen Abständen diese wenig
diese kleinen Patterns halt besser gezogen haben als die langen Patterns, wo so ein bisschen dann Talk drin war und bla bla. Ich habe vorhin auch schon gesagt, am Anfang war das super von der Reaction. Das Publikum war in beiden ersten Runden voll da. Und dann sind wir gekommen und haben die so von dieser, ich möchte über flache Witze lachen, Welle einfach runtergetreten. So. Und dann kamen die nicht wieder drauf und das war, glaube ich, so das Zünglein an der Waage. So bisschen die Crowd dann am Ende auch gedrückt hat, so dass die nicht mehr so reaktionsfreudig war, weil aber auch dann nicht mehr so viele Haymaker kamen, sondern eher bei uns auf unserer Seite auf jeden Fall so ein oder zwei Statements pro Runde dann. Und das ist natürlich dann für eine Crowd schwierig, die erst so auf Power zu bringen und die dann wieder am Ohr haben zu wollen. Das hat auch irgendwie nicht so geklappt. Habe ich im Gefühl. Aber kann ich nicht sagen. Ihr representet ziemlich viel in euren Battles, also auch sowohl einzeln als auch im Team natürlich dann umso mehr. Ist das nicht auch dann eine ziemliche Angriffsfläche? Also man hat zwei, sie haben schon viel draus gemacht. Genau, ist es nicht eine ziemliche Angriffsfläche, dann auch so viel die Mucke, die man macht, da irgendwie mit reinzubringen? Nee. Also nicht die Mucke, sondern das ganze Representen, meine ich, mit eurer Attitude insgesamt. Nee, gar nicht. Das gehört ja dazu so. Ich meine, was ist ein Rapper ohne das, was er so ist? Also keine Ahnung, jeder von uns stellt was da, finde ich, und das ist diese Person dann halt. Und ich finde, das gehört dann auch dazu, das in seinen Zeilen zu verpacken, so wer man ist oder was man darstellen möchte oder, ne? Ja, so ist das. Es gibt ja auch viele Battle-Rapper, die quasi sowas, was... Ja, was vom Gegner dann als Angriffsfläche verwendet werden könnte, mit so gewissen Moves und so weiter. Aber ihr macht das ganz im Gegenteil auch sehr bewusst, nehme ich an. Ja, wenn du keine Angriffsfläche hast, dann geh doch nicht in den Battle. Was willst du denn dann da? So, das macht doch gar keinen Sinn. Naja, andere angreifen. Ja, aber es ist ja kein gutes Battle, wenn du nicht angegriffen werden kannst. So, dann hast du ja verkackt. So, also alle, die ihr mich gebattelt habt was falsch gemacht. Ihr vielleicht, ich muss mir das auf Video angucken. Nein, Spaß. Ja, es ist halt, du musst eine Angriffsfläche hervorrufen, damit dein Gegner da, weißt du, und da wird darauf gehst du dann ein. Da, wo der Gegner dich treffen will, da will ich ihn treffen. Verstehst du? So, das ist so ein bisschen ein Geben und ein Nehmen. Du musst halt so, das ist ein Spiel, das ist Sport. So, da kommt da auch nicht ein Team ohne Nummer auf dem Trikot und der Schiri ist verwirrt, so, weißt du, das macht ja keinen Sinn, das muss ja irgendwie gleich sein. Hier werden heute krasse Weisheiten gedroppt, ich kann es wirklich hier, ich so, letzte Frage, nein, sehr gerne, letzte Frage an euch. Einmal im Jahr oder habt ihr Bock da auch wieder... letzte Frage an euch. Wird es bei der Frequenz bleiben, also so einmal im Jahr, oder hättet ihr tatsächlich Bock, doch wieder öfter zu battlen? Das ist halt ein bisschen seltsam in diesem Tour-und-Tug-Segment, weil man hat nicht so viele potenzielle Gegner so. Wir hatten mal zwei Wunschgegner so, aber die waren halt anderweitig beschäftigt. Darf man wissen, wer? Ja gut, das ist ein offenes Geheimnis, so. Jeder hat sich's gewünscht, wir wollten gegen Gebrüder King battlen, so. Ist halt nicht zustande gekommen, vielleicht haben wir jetzt auch gar keinen Bock mehr drauf, so, ist auch alles okay, die Sache ist durch, so. Aber wir wollten halt nicht die Pussy-Nummer machen und sagen, ja, entweder die oder gar keiner, so. Dann haben wir gedacht, komm, also ganz 2018 ohne Battle ist halt auch scheiße, so, dann lass uns auf jeden Fall machen. Und dann haben wir gesagt, also wenn, dann auf jeden Fall gegen die beiden, so, weil ihr stellt was da, so. Und das wäre auf jeden Fall ein cooles Match, so haben wir uns halt so vorgestellt, so weil, ne, weil es zwei Charakter sind, so, und ja. Also das, was wir eigentlich auch gerade besprochen haben, eine Angriffsfläche oder was darstellen, was ihr... Das heißt, ihr würdet jetzt nicht gegen random Teams battlen, nur weil sich vielleicht Teams finden, die Bock hätten, sondern ihr habt da schon eher also auch Ansprüche, oder? Oder zumindest... Also hohe Kriterien. Für den Zuschauer am Ende des Tages interessanter, wenn Real Madrid gegen den FC Barcelona spielt oder der FC Bayern München irgendwem die Hosen aus. Also ich glaube, am Ende des Tages ist das für jeden etwas besser. Also, und von daher
verstehe ich die Frage nicht. Wir haben auch nicht so viel Bock. So alle drei Monate in der Frequenz oder 4 Monate, 5 Monate. Das ist halt immer ein krasser Kopffix. So, das kann man uns im Endeffekt vielleicht sogar vorwerfen und sagen, ja, die richtigen Champions würden in der Frequenz von 5 oder 6 Monaten battlen oder so. Fuck off. Ein Battle ist halt dann, wenn man Bock drauf hat und wenn die Sachen halt gerade da sind. So, wenn man sich gut dafür fühlt, sich darauf vorzubereiten. So, und der Fuck, der kommt nur von außerhalb. So. Also lieber einmal im Jahr richtig krass als 5-mal im Jahr so halb. Lieber das Battle des Jahres als... Was ist heute nicht wahr? Was ist heute definitiv nicht, aber... Also ihr seid nicht zufrieden und findet ihr, dass ihr trotzdem zu Recht gewonnen habt? Wir haben da eben schon drüber ellenlang drüber gesprochen. Ich habe gewarnt, dass ihr es im Interview nochmal erzählen müsst. Genau so, diese ganze Judging-Scheiße so, wir sagen jetzt schon seit Jahren eigentlich, das bringt keinem was. So. Genauso wie mit damals gegen Battleboy Basti und die Ho, so, ja krass, Alter, wir haben 5-0 gewonnen gegen die, so, das war ein Bullshit 5-0, haben wir den Jungs auch gesagt, so, dann stehen die da, das ist auch für die Gegner kacke, so, die haben eine zu null Niederlage, obwohl die eine starke Leistung gebracht haben, so, und das war nie und nimmer, das ist jetzt zwar ein bisschen, ne, aber ich meine das ernst, so, das war nie und nimmer ein 1-4, so, das war, für mich war es auf jeden Fall heute ein Draw, so, und beide haben eine super Leistung, ja gut, also beide haben eine okay Leistung abgeliefert, so. Und ja, bringt halt irgendwie keinem wirklich was, wenn jetzt einer da als Sieger rausgeht oder so. Das bringt höchstens den YouTube-Leuten was. So. Nee, eine Sache hätte ich noch. Ich bin kein Lehrer, Tunschmann. Fick dich. und jetzt auch letzte Frage an euch. Wie seht ihr das mit den Judgings? Habe ich doch vorhin schon gesagt, ist egal. Ja, sehe ich ganz genau so. Judging, scheiß drauf. Also es war ein super starkes Battle und darum ging es mir. Das war das Einzige, was wichtig war für mich. Genau. Ja, sehe ich genauso. Also war super starkes Battle. Also hat super Spaß gemacht, auch da die ersten 2 Runden. Das war einfach Hammer. Ja. Und darum ging es halt. Und da ist im Endeffekt scheißegal, wer gewinnt. So sehe ich das auf jeden Fall. Nice, dass ihr alle Spaß hattet. Die Crowd hatte auch Spaß, inklusive mir, wollte ich gerade sagen. Don't let the label label you. Das war ein Tour, auf das viele gewartet haben. Wir sind froh, dass es so krass gelaufen ist und sind draußen Dezember 3 im Festsaal Kreuzberg.